Ja, liebe Genossinnen und Genossen, auch ein herzliches Hallo von mir. Es ist ein heißer Tag und ich glaube, das wären auch zwei heiße Tage inhaltlich und ist genau richtig. Ich kann für uns beide sprechen, wir sind eins. Insofern die Rede der Parteivorsitzenden halte ich. Ich möchte, bevor ich anfange, tatsächlich einzusteigen, möchte ich mich bei allen Menschen wirklich bedanken für die letzten Monate und Wochen. Und das ist Janine. Janine und ich sind seit mittlerweile 4 Monaten fast Parteivorsitzende. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir nicht immer nur leichte Tage hatten, sondern auch durchaus harte Tage. Aber das hat uns nur zusammengeschweißt. Und ich kann behaupten und wirklich sagen, wir gehen gemeinsam durch jedes Feuer. Und wir haben uns wirklich als Freundinnen gefunden. Und ohne die Unterstützung gegenseitig könnten wir gar nicht so stark sein. Und deswegen großes Dankeschön auch an dich. Als ich heute hier angekommen bin, habe ich das erlebt, was ich in der Partei in Sachsen-Anhalt erlebe, in Thüringen erlebe, gestern im Saarland erlebe. Das ist eine gewisse Verletztheit, eine gewisse Verunsicherung, warum wir in dieser gesellschaftlichen Position im Moment stehen. Warum stehen wir zwischen 6 und 8%? Warum gelingt es uns nicht, trotz richtiger und guter Antworten weiter nach vorn zu kommen? Ich spüre natürlich auch den Ärger und die Wut darüber, dass wir auch in den eigenen Reihen diskutieren, nicht immer auf eine sehr produktive Art und Weise. Und ich spüre natürlich auch, dass es eine gewisse Angst oder Furcht gibt, dass wir das alles nicht schaffen. Aber liebe Genossinnen und Genossen, ich kann euch eins versprechen. Wir gehen nicht zum Boden. Und wir werden es nicht tun, weil wir zusammenhalten, weil wir geschlossen sind, weil wir den Weg nach vorn gehen. Und weil wir tatsächlich eine Aufgabe in dieser Gesellschaft haben. Wir sind die Partei Die Linke. Wir sind im Klassenkampf. Und Klassen sind nichts Abstraktes. Und deswegen möchte ich euch dazu aufrufen, dass ihr tatsächlich mit dem Herzen Politik macht. Dass ihr mit dem Herzen seht, weil man mit dem Herzen sowieso am besten sieht. Das wisst ihr auch noch aus dem Kleinen Prinzen, als ihr ihn irgendwann mal gelesen habt. Und es ist richtig. Und deswegen bitte ich euch, tatsächlich auch wahrzunehmen, was gesellschaftlich passiert. Wir kennen es doch alle. Ich sitze in der Straßenbahn und erlebe, dass ein älterer Herr mit verschlissenen Sachen eintritt, mit dreckigen Beuteln, der einfach Flaschen sammeln muss, damit er seine Rente aufstocken kann. Oder wir erleben es, dass die Mütter, die alleinerziehend sind, möglicherweise überhaupt gar nicht mehr am Morgen das Butterbrot für die Schule schmieren können. Wir haben jetzt die Zahlen dazu, dass es Familien gibt nach der Corona-Zeit, deren normales Einkommen nicht mehr reicht und die deswegen am Essen sparen. Also liebe Leute, wir haben einfach einen wirklich wichtigen und krassen Auftrag und das heißt, die Verhältnisse, die Lebensverhältnisse für diese Menschen zu verbessern. Und es Und wir haben ja auch eine Antwort darauf. Die soziale Frage ist uns als Kern in unsere Gene geschrieben. Und wir haben die Antworten in unserem Wahlprogramm. Wir wollen ein neues soziales Fundament, weil wir in der Corona-Zeit auch gespürt haben, wie schnell tatsächlich auch der kleine Wohlstand vorbei sein kann, die kleine Sicherheit vorbei sein kann. Und wir müssen diejenigen sein, die dafür sorgen, dass ein neues soziales Fundament Geborgenheit in dieser Welt schafft. Und dass es nicht ganz einfach ist und dass es damit einhergeht, dass wir deutlich sagen, wir verteilen Reichtum um. Dass es Leute gibt, die mit unserem Wahlprogramm Verluste haben werden. Seien es die Ultrareichen, seien es die Vermögenden, die Unternehmer. All diejenigen, die etwas davon haben, dass man die Obdachlosen, diejenigen, die sozial tatsächlich abgehängt sind. Und abgehängt, was ist das eigentlich für ein Begriff? Es will doch nicht jemand abgehängt sein, sondern jeder und jeder möchte in seiner Lebenssituation erkannt und gesehen werden. Nicht nur mit dem Kopf, mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen. Und das, was wir in der Bundesrepublik erleben, ist eine kalte Politik, aber es ist keine warme Politik des Herzens und dafür sind wir da. Und ganz ernsthaft, dass es jetzt diesen Widerstand gegen die Linke gibt,
den wir jetzt auch in der Öffentlichkeit erfahren, mich überrascht das überhaupt nicht. Ihr erlebt, dass das progressive Lager grundsätzlich unter Beschuss gerät. Seien es die Grünen, sei es die SPD, seien wir es. Ich weiß auch, was ihr auf der Straße auszuhalten habt. Ich weiß, was ihr an den Haustüren hört. Ich weiß, was ihr an den Infoständen hört, weil ich es selber auch mache. Und Janine und ich, wir übernehmen gern die Verantwortung dafür, tatsächlich hinter euch zu stehen, mit euch zu sein, damit wir als geschlossene Partei, auch als Parteivorsitzende ausstrahlen, wir sind eins und es gibt keine zwei Parteien. Und ich will es mal in aller Deutlichkeit sagen. Entschuldigung. Ungerechtigkeit spürt man immer zuerst im eigenen Herzen. Und möglicherweise ist es das, was ich jetzt sage, was in unserem Wahlprogramm steht, das, was wir seit vielen Jahren sagen. Wir brauchen soziale Gerechtigkeit, wir brauchen Umverteilung. Aber vielleicht müssen wir auch tatsächlich selbst als Partei Die Linke verstehen, dass Menschen um ihre Situation wissen, dass ihnen nicht mit Floskeln geholfen ist, dass ihnen nicht mit Versprechen geholfen ist, sondern dass ihnen damit geholfen ist, dass es eine Partei gibt, die sie tatsächlich ernst nimmt und die sie in das Zentrum der Politik stellt, so wie wir es jeden Tag tun. Und wenn wir uns das gelingt, und da gebe ich zu, da sind wir nicht, aber wir bemühen uns jeden Tag, jeden Tag. Und das, was uns blüht, wenn eine CDU wieder in die Regierung kommt, wenn eine FDP in die Regierung kommt, dann bedeutet das faktisch einen Kampf gegen die Armen, dann bedeutet das tatsächlich, dass wir einen Sozialabbau in dieser Bundesrepublik bekommen und nicht das Gegenteil, nämlich das, was wir versprechen. Aufbau, Aufbruch, ein soziales Versprechen, ein neues soziales Fundament, eine ökologische Politik, die im Blick hat, dass Menschen unterschiedliche Lebensverhältnisse haben, dass sie das Auto brauchen, dass sie weite Fahrtwege haben und trotzdem in dem Bewusstsein, dass wir eine Dringlichkeit auch in der Klimapolitik haben zu handeln, die eigentlich gar nicht warten kann. Und dieses Dilemma ist das, was wir politisch entscheiden müssen. Und ich glaube, wir können das. Wir können es wirklich. Das Wahlprogramm strahlt aus, dass wir uns wirklich Gedanken gemacht haben. Unser Wahlprogramm ist ja tatsächlich unser gesellschaftliches Bild. Wie stellen wir uns vor, miteinander leben zu können, miteinander zu wollen, Gesellschaft zu entwickeln? Und dazu gehört aber eben auch, Widerstand auszuhalten, auch in den eigenen Reihen, auch in den Debatten. Und das hat zumindest der Parteivorstand hervorragend geschafft. Wir sind gesellschaftlich in der Situation, wo viele sagen, ja, wozu braucht euch das denn noch? Ich finde, das liegt wirklich auf der Hand. Ohne uns werden es Millionen Menschen sein, die nicht von der Politik profitieren, sondern die nach wie vor in Armut leben müssen, die in ihre Verhältnisse gedrückt werden und die dann nicht rauskommen. Und deswegen, ich habe das schon in meiner Rede gesagt, zum Antritt als Parteivorsitzende, es gibt Millionen Menschen in diesem Land, die nicht mehr warten können. Die können nicht warten. Und deswegen werden wir auf die Straßen gehen, deswegen werden wir an die Haustür gehen, deswegen werden wir in aller Deutlichkeit sagen, was wir wollen, mit allem Mitgefühl, mit aller Empathie. Und es ist doch gar nicht so schwierig, bei den Menschen zu sein und nicht immer über irgendwas Abstraktes zu reden, sondern zu erklären, dass wir das, was wir sagen, mit aller Leidenschaftlichkeit in dieser Bundesrepublik vertreten werden. Das führt aber auch dazu, dass wir uns auch auf uns schauen müssen. Es bringt niemanden 150 Euro mehr Hartz IV, wenn wir uns streiten. Niemand bekommt einen Vorschuss als Ökopauschale oder was uns auch immer noch einfällt, als soziale Erleichterung für den Klimawandel, wenn wir uns streiten. Wenn wir uns auseinanderdividieren, wenn wir glauben, nicht mehr in die gleiche Partei zu gehören. Ich war gestern bei Oskar. Aus der tiefen Überzeugung, die auch der geschäftsführende Parteivorstand natürlich teilt, dass wir miteinander reden müssen. Wir haben nicht so große Unterschiede, aber das Miteinander reden, das Miteinander verstehen, dass wir aus unterschiedlichen sozialen Gefügen kommen, dass wir aus unterschiedlichen Welten kommen. Atosch kommt aus München, ich komme aus Erfurt.
Also wir werden tatsächlich sehr unterschiedliche Lebenswelten erlebt haben. Und trotzdem haben wir uns in einer Lebenswelt gefunden. Oskar hat unsere Partei mitgegründet. Wir sind jetzt 14 Jahre alt. Und wir sind jetzt in der Situation, wo es auf uns ankommt. Und liebe Genossinnen und Genossen, warum sollten wir an dieser Stelle aufstecken? Es gibt keinen Grund. Es gibt die unterschiedlichen Auffassungen, ja. Und ich finde auch, wir sind eine internationalistische Partei. Wir können uns überhaupt gar nicht leisten, nicht den Satz Proletarier aller Länder, vereinigt euch, sausen zu lassen. Das geht nicht. Ein Beispiel. Das Lieferkettengesetz der Bundesregierung, das ist für viele schon vergessen, die SPD verkauft es für sich. Wir können nicht nur auf die Arbeitsbedingungen hier bei uns schauen. Und solange ein Lieferkettengesetz nicht garantiert, dass auch im letzten Glied kein Kind arbeitet, Menschenrechte eingehalten werden und Klimaschutz gemacht wird, dann ist es ein untaugliches Gesetz und es verletzt tatsächlich unsere Pflicht, auch global zu denken. Und das gilt für alles, was wir tun. Insofern, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben wirklich zwei aufregende Tage vor uns. Der Parteivorstand hat Nachtsitzungen gemacht, um tatsächlich auch diesen Tag vorzubereiten. Mit großer Mehrheit haben wir euch den Entwurf vorgelegt. Etliche Änderungsanträge sind schon abgeräumt, aber wir haben auch noch einige vor uns. Ich kann euch mit der ganzen Kraft, die ich habe, nur sagen, ich stehe hier, ich bin bei euch, ich bin da draußen und ich will, dass die Bundestagswahl entscheidet, dass es den Menschen ab dem 27.09. besser gehen wird. Und das ist das, was mich antreibt. Applaus